Schalke Liga! Liebe! FC Schalke, meine Legende! Eine Liebe, die niemals endet! Ciao, 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 meine YouTube-Freunde, Schalker-Freunde und Sportskameraden! Ja, ich weiß. Wir haben gestern 5 Stück gekriegt gegen Deutschland. Verdient verloren, scheiße gespielt, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber der 10. Transfer auf Schalke ist da. Ja, die Gerüchteküche waren ja ganze Zeit, dass er kommen wird. Ich habe gedacht, er wird nicht kommen, habe ich ehrlich gesagt. Aber ist klar, wir haben jetzt eine neue Nummer 1. Gehe ich mal davon aus, er wird die Nummer 1 für diese Saison. Alexander Schwolo von Hertha BSC Berlin wechselt nach Schalke. Der wird ein Jahr ausgeliehen bei uns im Club. Ohne Kaufoption, was ich gelesen habe. Ohne Kaufoption. Ich muss ja sagen, ich hatte ja immer gesagt, der Schwolow ist wegen des Geldes nach Schalke nicht gekommen. Da muss ich richtig zurückrudern. Da hatte ich was falsch aufgenommen. Der Schwolow ist damals an Transfer gescheitert, weil wir nicht zahlen konnten, die Ablöse an Freiburg, und Berlin hat dann damals zugeschlagen. Ich hatte es falsch verstanden, dass der Schwolow mehr Kohle haben wollte. Stimmte nicht, das nehme ich nochmal zurück. Ne? Ich sage ja immer wieder, wenn ich Fehler mache, stehe ich zu meinem Fehler, und das war ein Fehler. Schwolow ist nicht wegen des Geldes zu uns gekommen. Es hat wegen der Ablöse nicht gepasst, weil wir konnten die nicht zahlen. So habe ich das jetzt auch aufgenommen. Es war nicht wegen Schwolow. Schwolow wäre gerne zu uns gekommen. Aber jetzt ist er da. Nach einem Jahr Berlin ist er jetzt zu uns für ein Jahr Leihe für die Bundesliga ohne Kaufoption. Ja, Schwolow hat in Freiburg, damals war der wirklich sehr stark. Das weiß ich noch. Da hatte ich mich gefreut, hatte ich auch schon ein Video damals gemacht, dass er nach Schalke kam, und danach kam er leider nicht nach Schalke, ging nach Berlin. So, in Berlin hat er Schwolow nicht gut gehalten, bin ich ehrlich, hat er nicht diese Leistung gezeigt, was er in Freiburg gezeigt hat. Aber okay, wir müssen auch so sehen, die ganze Berliner Mannschaft hat scheiße gespielt, und da kann man ein Torwart auch nicht jetzt nur die Schuld geben. Aber Schwolow war nicht gut. Er hat auch seinen Stammplatz dann auch verloren an den Berliner zweiter Keeper, ich weiß nicht, wie der heißt, keine Ahnung. Dann kam noch eine Verletzung dazu. Deswegen. Und jetzt ist er bei uns auf Schalke für ein Jahr. Ich denke mal, diese Option, was sie gemacht haben mit ein Jahr ohne Kaufoption, denke ich mal, dass in diesem Jahr der neue Torwart Heckeren, den wir von Rot-Weiß Oberhausen geholt haben, ich denke mal, der soll jetzt dieses ein Jahr schnuppern. Und wenn er wirklich so ein Megatalent ist, dann denke ich mal, nach dem ein Jahr von Schwolow bei uns auf Schalke, dann denke ich mal, da wird der Heckeren zur neuen Nummer 1. Weil ansonsten hätten wir ja bei Schwolow vielleicht auch mit einer Kaufoption agieren können bei dem Vertrag. Aber ohne Kaufoption. Deswegen denke ich mal, im Hinterkopf denkt sich Schalke, ey, der Heckeren könnte unsere neue Nummer 1 werden, aber wir brauchen jetzt für den Klassenerhalt erfahrenen Mann mit Schwolow. Ja, da bin ich gespannt, weil Schwolow, wie ich gesagt habe, in Berlin nicht gut agiert hatte, keine guten Leistungen gezeigt hat, obwohl er in Freiburg war, hat er starke Leistungen gezeigt. Ich hoffe, dass er mit einer guten Energie, positiven Energie zu uns auf Schalke kommt. Er hat ja auch gesagt, er verzichtet auf viel, viel Geld, um bei uns zu spielen. Erstmal, hey, Respekt, wenn er das wirklich macht. Riesenrespekt von mir aus, Schwolow. Ich entschuldige mich auch bei dir. Ich hatte gedacht, du wärst Geldgeier. Ich nehme alles wieder zurück. Ne? Hier sogar öffentlich sage ich das. Tut mir leid. Aber er verzichtet wirklich auf viel Geld. So stand das drinne. Und ich hoffe, du wirst dann wieder diesen positiven Druck, und du wirst sehen, wenn du auf Schalke kommst, Training beginnt, Zuschauer, du merkst, was Schalke für einen Stahlkraft hat oder so. Du riechst unsere Energie hier in Gelsenkirchen.
Die haben wir mit Leidenschaft. Das ist eine Energie, das ist unglaublich. Das ist, da kommt Berlin an uns Schalke nicht dran. Ist so, tut mir leid, auch wenn das die Hauptstadt ist. Aber Berlin wird niemals an Schalke drankommen, weil wir haben was Besonderes. Und wenn der Schwolow das sieht und der sieht, was für ein Wir, ein Gemeinsam sind, vielleicht wird der Schwolow wieder ein alter Stärke finden wie in Freiburg. Da bin ich 100% sicher. Dann wird er die alte Stärke wie in Freiburg haben. Deswegen sage ich nochmal, herzlich willkommen, Alexander Schwolow beim geilsten Club der Welt, beim FC Schalke 04. So, schreibt in die Kommentare, was ihr zu der Verpflichtung sagt für ein Jahr. Meine Meinung wisst ihr, ist okay, finde ich gut, aber im Hintergrund hat er, sag mal so, im Hinterkopf immer nicht denken an Häkkinen. Ich sage es nochmal, Häkkinen wird die Nummer 1. Wenn Häkkinen es nicht dieses Jahr schon schafft und den Schwolow vielleicht auch noch ablöst, mitten in der Saison, man weiß es nicht. Aber Schwolow, ich hoffe, du wirst an deiner alten Stärke in Freiburg wieder drankommen, weil da warst du saustark. Und so einen Schwolow brauche ich dann im Tor bei Schalke. Dann bin ich sehr zufrieden. So, schreibt ihn reichlich in die Kommentare über die Verpflichtung von Schwolow. Dann sage ich mal, haut rein, ciao, ciao, arrivederci, euer Schalke. Schalke Liga!